武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Heute kam ein neuer Goku, wie ihr gerade da auch sehen könnt. Und das hier wird erstmal ein kleines Tutorial und vorweg werde ich das jetzt für alle Gokus machen. Ja, werde ich machen, einfach um die Klicks mitzunehmen. Dieses Video soll halt den Anfängern dienen, sich das Ganze einfacher zu machen, weil ich denke, viele haben damit Probleme und ich habe das Ganze, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden gemacht oder so. Das Tutorial ist eigentlich ziemlich kurz und einfach. Im Prinzip könnt ihr das so machen wie gestern. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, hier oben ist nochmal der Link dazu. Für alle, die jetzt sagen, ein Tutorial interessiert mich nicht, für die habe ich hier nochmal das Gameplay zu dem Saiyan Saga Goku. Ja, auf jeden Fall, ihr müsst natürlich, wie bei allen anderen Gokus auch, im Event... Ups, wo bin ich hier? Nein, falsch, da. In dieses Event rein und dann... Einfach hier diesen Routenbaum. Gestern war das hier noch gesperrt. Da geht ihr einfach hoch, macht die fertig. Und wichtig auch für beide Gokus, ihr solltet jeden Tag das hier mitmachen. Da, wo jetzt hier noch 13 Mal, hier noch 14 Mal steht. Weil ihr kriegt immer 200 Seelen. Nur so kriegt ihr die auf 7 plus voll. Morgen ist das dann freigeschaltet. Da kriegen wir dann den Super Saiyajin 2. Und nachdem ihr das geschafft habt, kommen wieder die üblichen Missionen. Freezer Saga Z 100 Mal in den Kampf mitnehmen, 100 Mal Schlagangriff, 100 Mal Fernangriff, 25 Mal Spezialangriff und so weiter und so weiter. Wie könnt ihr das am schnellsten machen, ohne Energie zu verbrauchen, ist das wichtige Stichwort hier. Ihr geht einfach hier drauf, startet den Rush neu, sagt dann Autogruppe und da ist das Wichtige, hier alles ausmachen. Sonderangriff-Charaktere, Vorteil-Elemente, Herausforderungen etc., alles ausmachen, sonst findet ihr keine Charaktere. Und wenn ihr jetzt auf Bearbeiten drückt, zack, habt ihr mehrere Freezer-Saga-Charaktere. Dann startet ihr das Ganze einfach. Könnt das Handy so lange, bis das fertig ist, beiseite legen. Es ist egal, ob die Charaktere hier abkacken. Ihr solltet natürlich dafür sorgen, dass sie halt einigermaßen durchhalten. Und dann könnt ihr, natürlich auf Autokampf gehen. Wie ihr seht, natürlich sofort Angriffe machen. Das sind jetzt schwächere Charakter, weil ich die stärkeren schon alle durch habe. Wie ihr seht, können die hier mehrere Angriffe hintereinander machen. Wir haben jetzt schon Fernangriff, wir haben jetzt schon Spezialangriff. Und ihr wartet einfach so lange. Es ist egal, ob die Zeit abläuft, ob ihr sterbt oder sonst was. Dann habt ihr das am Ende durch. Und wenn ihr diese ganzen Schlagangriff, Fernangriff etc. alles durch habt, dann habt ihr wahrscheinlich noch die über mit mehrere Male den Charakter einsetzen. Da könnt ihr einfach immer wieder 3 Charaktere auswählen. Dann, wenn ihr in den Kampf startet, zurückziehen. Dann habt ihr immer wieder 3 Charaktere eingesetzt, ob die überleben, gewinnen etc. ist dabei völlig egal. Und solltet ihr euch denken, bah, Mist, ich krieg die nicht geschlagen und habe jetzt keine Charaktere mehr über, was mache ich denn jetzt? Dann geht ihr einfach in dem Bildschirm auf, war das Optionen? Also links habt ihr Zurück oder Abbruch und rechts habt ihr halt den anderen Punkt, Optionen ist das, glaube ich. Und dann steht da Neustarten. Dann könnt ihr das Ganze wieder rerollen, ihr habt alle eure Charaktere wieder zur Verfügung. Und dann ist das Ganze easy peasy, schnell gelöst. Ihr müsst bei jedem Charakter nochmal die Freundschaftsränge bis auf 3 erhöhen, weil sonst fehlen euch am Ende 199 Seelen. Wie ihr das am effektivsten machen könnt, könnt ihr in meinem Tutorial zu dem Ultra Saiyan Goku sehen. Verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Es gibt halt, im kurz gesagt, 2 Möglichkeiten. Ihr solltet natürlich die Ausrüstung haben, die schwarze aus der Tauschbörse, die halt die Freundschaftsränge prozentual, also die Punkte erhöht. Und dann jeden Tag natürlich Lasst uns kämpfen machen. Und es gibt eine Stage in der Story, die einfach nochmal mehr Freundschaftspunkte abwirft. Das ist auf jeden Fall die effektivste Variante. Ja, das war's im Prinzip auch schon. Dieses Video sollte auch nicht lange gehen. Ist wie gesagt überwiegend für die Anfänger oder für Leute, die es verpeilt haben oder die sagen, ey, ich wollte den Saiyan Saga Goku gar nicht, da verschwende ich keine Energie drauf. Ich will lieber den Super Saiyan haben. Und deswegen habe ich das Video einfach nochmal gemacht. Wie gesagt, es wird auch zu den anderen Saiyans kommen. Vielleicht kommen da auch nochmal andere Missionen, deswegen, ne? Es wird auch noch ein Gameplay-Video kommen zu den Super Saiyan. Ich habe da schon ein Team zusammengebaut. Und nachdem ich das hier hochgeladen habe, so eine Stunde später vielleicht, kommt das nächste. Also falls das nicht so interessant für euch ist, schaut da rein. Ich sag erstmal bis dann und ciao.